Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal PC-Doktor 2.0, das steht hier so ganz klein in diesem Logo drin, mit dem PCD High Class 4300 RTX 4090 für 4399 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist tatsächlich kein Fake. Das, was optional noch da drin ist, sind die Cable Sleeves. Okay, die sieht man jetzt nicht so krass, die leuchten auch nicht oder so. Ansonsten stimmt alles. Die Wasserkühlung, die Lüfter, die Grafikkarte, das Mainboard und so weiter. Sogar der RAM stimmt, also von daher super Bild. Hier sieht man jetzt auch nochmal, die Kabel kann man sich dazu bestellen. Die kosten dann entweder 27 Euro extra oder hier unten, man kann noch andere nehmen, 42 Euro extra. Aber wir belassen es erstmal bei dem Grundpreis. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 7950X3. Der hat 16 Kerne, 32 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr auch ganz easy mit 5600 oder 6000 oder 6400 oder so betreiben. Ich habe jetzt einen Intel-Prozessor, aber den betreibe ich auch mit 6000 ganz ohne Probleme. Das geht mit dem hier auch. Das ist aktuell der Top-Prozessor von AMD aus der kompletten Serie. Der 7950X3D hat schon diesen 3D-V-Cache und so weiter. Aber, jetzt kommt das Witzige, in einigen Titeln wird der noch ausgestochen von dem 7800X3D. Aber ansonsten ist das der Top-Prozessor schlechthin. Die teilen sich das so ein bisschen auf. Mal ist der eine besser, mal der andere. Kommt immer auf die Titel an. Aber einen besseren kriegt er halt von AMD gerade nicht. Kann man dementsprechend natürlich auch fürs Rendern benutzen. Natürlich fürs Gaming und zum Streamen und so weiter. Überhaupt kein Problem. Und der kostet 667 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein ASRock X670E Pro RS. Das ist natürlich schon ein etwas teureres Board, man könnte theoretisch auch B650 nehmen, klar, aber X670 bei dem Prozessor ist super gewählt. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, unter dieser Kühlung sind auch noch 2 weitere SSDs möglich. Hier haben wir die WLAN- und Bluetooth-Karte. Das finde ich interessant. Man sieht, wie die Kabel hier hochgehen und hier oben haben wir die Antennenanschlüsse. Das sehe ich irgendwie so das erste Mal. Aber gut, sollen sie so machen, das ist ASRock. Meistens haben die hinten in der IO-Blende nämlich nur Löcher, dass man sowas einbauen könnte. Hier ist es so verbaut. Die meisten Hersteller gehen normalerweise her und haben das alles implementiert auf dem Board. Hier ist es noch eine Steckkarte. Na gut. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, Mikrofon- und Kopfhöreranschluss, Netzwerkanschluss, einmal USB Typ C, einmal USB 3.1, viermal USB 3.0, viermal USB 2.0, hier die Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth, die Onboard-Grafik und ein Flash-BIOS-Button. Und wie immer der Hinweis, hier bitte die Onboard-Grafik nicht benutzen, sondern die der 4090. Es geht theoretisch, weil der Prozessor bringt eine integrierte Grafikeinheit mit, aber dann geht euch halt die Leistung flöten. Natürlich gibt es noch teurere und bessere Boards mit besseren Anschlussmöglichkeiten und so weiter, aber ich finde das schon ganz gut gewählt. Und das kostet 292,47 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 24 GB MSI GeForce RTX 4090 Supreme X. Das heißt, das Ding hier ist festgeschrieben. Da komme ich jetzt auch nochmal zu diesem Endpreisthema. Wir haben jetzt hier 1928 Euro für diese Grafikkarte. Die ist einfach schweineteuer. Wenn man die günstigste 4090 jetzt aktuell nimmt, kostet die 1598 Euro. Aber wir kriegen ja die Supreme X. Was ich damit sagen möchte, wer das System nachbauen möchte und das Design der Grafikkarte ist egal, nehmt eine günstigere. Hier ist jetzt die teure drin, die werden wir auch so berechnen. Ja klar, ist ja festgeschrieben, aber es geht günstiger. Ansonsten ist es halt eine 4090. Was soll ich dazu großartig sagen? WQAD Gaming, 4K Gaming, Raytracing, alles super. Ja, ist halt die beste Grafikkarte von Nvidia aktuell. Dennoch findet ihr einen FPS-Test unten in der Videobeschreibung, genauso wie einen Vergleichstest zu dem 7800X3D und dem 7950X3D, damit ihr eine Ahnung bekommt, in welchen Spielen welcher Prozessor ein Ticken besser ist. Wir reden hier über 10 FPS plus minus, aber dem einen oder anderen ist es vielleicht wichtig. Und die kostet, wie eben schon gesagt, 1928,99 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 64 GB G-Skill Trident Z5 Neo RGB Schwarz DDR5 6000 DIMM CL30 Dual Kit. Also erstmal haben wir hier 64 GB. 32 hätten theoretisch gelangt, hätte ich aber wahrscheinlich gemeckert, weil das System über 4000 Euro kostet und ich finde 64 GB einfach angemessen. Der RAM ist jetzt sowieso nicht so teuer. Dazu haben wir noch 6000 MTS.
Ist vernünftig. 5200 ist die Angabe von AMD. 6000 funktioniert aber ganz easy. So bauen wir unsere Systeme auch im Ticketsystem, falls ihr eine Anfrage stellt. Dazu ist er noch CL30 und RGB beleuchtet. Also gut, die RGB-Beleuchtung ist jetzt technisch nicht so wichtig, ist aber auch nice to have. CL30 ist auch geil. Haben sie drauf geachtet. Wenn sie nämlich ganz hart gewesen wären, hätten wir DDR5-5200 gesehen mit CL40. Nein, haben sie nicht gemacht. Sie haben die Vernunftsentscheidung gemacht. Dazu haben wir noch AMD Expo RAM. Also die hätten auch Intel XMP RAM nehmen können. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber ist auch nice to have. Und der kostet 223,90 € bei Alternate. Die erste SSD ist eine 1TB Samsung 980 Pro und die zweite ist einfach eine 2TB Samsung 980 Pro. Die 1TB Variante, wo sehr wahrscheinlich das OS auch drauf liegt, also Windows, hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5100 MB die Sekunde. Sau schnell, braucht man theoretisch als Gamer auch nicht, aber es ist ein teures System, deswegen nimmt man es mit. Und die 2TB Variante ist einfach 5100 MB die Sekunde anstatt 5000. Ja gut, werdet ihr jetzt nicht großartig merken, ist auch nice to have. Wir haben also insgesamt 3TB in diesem System. Haben wir auch schon schlimmer gesehen. Wir haben teilweise auch schon 1TB nur gesehen. 3 ist okay, kann man machen. Die 1TB Variante kostet 62,91 € bei eBay über Mediamarkt und die 2TB Variante 116,91 € auch bei eBay über Mediamarkt. Der Kühler ist eine Galahad 2 360 Trinity SL Infinity, also das Inf ist für Infinity, komplett Wasserkühlung, ARGB schwarz. Ja, die ist schon hübsch. Die würde ich auch gerne in meinem System sehen. Also ich mag die Lüfter. Das ist es halt einfach. Die Wasserkühlung ist halt eine 360er Wasserkühlung. Ist auch ein Ticken teurer. Kommt eben auch wegen den Lüftern zustande. Kann man machen auf dem Prozessor. Der verbraucht sowieso nicht so viel. 120 Watt hat er als Angabe. Realistisch liegt er dann so bei 100, 110 Watt, wenn überhaupt. Ich hatte jetzt zum Beispiel mit dem 7800X3D getestet. Der hat eine andere TDP, aber der hat sich irgendwie 70 Watt reingepfiffen. Von daher, eine 360er Wasserkühlung kommt damit klar. Und die kostet 189,88 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir ein 1000 Watt BeQuiet Straight Power 12 Modular 80 Plus Platinum. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Platinum zertifiziert und vollmodular und bringt schon den neuen ATX 3.0 Stecker mit. Ja, was soll ich sagen? Netzteil mit 10 Jahren Garantie und 1000 Watt, super Sache. Theoretisch hätten 850 natürlich gereicht, aber wieder der Preispunkt 1000 Watt, der Sicherheit wegen, der Lastspitzen wegen, kann man machen, top Sache. Und das kostet 183,51 € bei eBay über Cyberport. Das Gehäuse ist ein OF Dynamic Evo Tempered Glass Schwarz. Wir hatten das schon mal jetzt vor kurzem und da wurde ich in den Kommentaren auch bestätigt, dass dieses Gehäuse irgendwo ausgelutscht ist. Also einige feiern das nicht mehr, viele wollen es trotzdem haben, weil viele Streamer haben das auch mit den ganzen Lüftern. Kommen wir auch gleich noch zu, die Lüfter sind dabei. Ja, ist ein gutes Gehäuse, hat genügend Airflow, passt, ist groß genug, auch für die dicke Grafikkarte. Ja, wir haben das in der ROG XL-Variante hier zu Hause. Das sieht schon schön aus, es ist halt einfach so, aber es ist halt ausgelutscht. Und das kostet 179,89 € bei Mindfactory. Was mich da erstaunt, das ist extrem preisstabil. Also die Nachfrage scheint noch da zu sein, weil das kostet schon seit über einem Jahr immer noch das gleiche. Die Gehäuselüfter sind 7x Unifan SL Inf 120 ARGB PWM Lüfter, 120 mm schwarz. Wenn man so will, sind das die gleichen, die auch auf der Wasserkühlung sind. Habt ihr ein einheitliches Bild, ihr habt das Vorschaubild eben ja gesehen, das stimmt auch zu 100%. Ja, sind coole Lüfter. Sind natürlich teuer. 100 € drei Stück, da kriegt ihr bei Arctic zum Beispiel mindestens 8 Stück für. Aber ey, das ist halt das Design, das müsst ihr selber wissen. Das ist jetzt hier ein Dreierpack, das packe ich natürlich zweimal in den Warenkorb. Und das kostet 99,89 €. Und dann haben wir noch einen einzelnen. Und der kostet 29,88 €. Ich zeige euch gerade auch nochmal das Bild. Ich mag die Lüfter einfach. Das ist jetzt so ein persönliches Ding. Ich finde sie einfach schön. Zum Beispiel unser Mod Rain, der hat die auch. Sieht so geil aus in dem Case. Er hat das Height Y40 von mir bekommen. Und die sehen richtig gut aus. Zubehör, Sleeve, Kabel nach Wahl. Wie gesagt, das ist mit dem Aufpreis behaftet. Betriebssystem Windows 11 Pro. Ja, aktuelles Betriebssystem. Brauche ich nichts zu sagen. Wird vorinstalliert mit Key. Passt soweit. Und das kostet 47,89 € bei MySoftware. Und allgemein komplette Installation. Sagte ich ja gerade. Professionelles Kabelmanagement. Grundeinstellungen im BIOS, also XMP und so weiter. Einstellen der Lüfterkurven. Aktivierung von Windows 10 oder Windows 11 Pro. Belastungstest des Systems. Neutraler Versand mit DHL. Versichert. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Nice to have. Passt. Was mich immer so ein bisschen stört, ist so ein Text. Wir behalten uns vor, bei Nichtverfügbarkeit einzelner Komponenten gleichwertige oder bessere Komponenten zu verbauen. Wird schwierig bei der Grafikkarte. Also die kostet halt 2000 € und alle anderen sind eigentlich günstiger. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die ROG kostet. Wenn sie es wirklich so machen, ja okay. Fahrt ihr euch natürlich auf dieses Design fest und wollt es unbedingt haben, kann es passieren, dass ihr vielleicht doch was anderes bekommt, sei es beim RAM oder bei der Grafikkarte oder sonst wo. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die 1TB und die 2TB SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 4.123,01 €. Und das System kostet 4.399 €. Habt ihr jetzt sozusagen Aufpreis von 275 € und die Preise schwanken
extrem stark in diesen hochpreisigen Segmenten. Schauen wir einfach mal bei der Grafikkarte. Es kommt natürlich auch darauf an, wann haben sie die eingekauft und so weiter. Aber die kostet auch mal 1625, dann kostet sie wieder 1,9, dann kostet sie wieder hier unten 1,7, dann kostet sie hier 1,7, dann kostet sie da wieder 1,869. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Zum Zeitpunkt jetzt, wo die Grafikkarte wieder so teuer ist, ist der Preis völlig okay. Kann ich überhaupt nicht meckern. Und selbst wenn es, sag ich mal, 350 Euro wären, sind das immer noch unter 10% des Gesamtpreises des PCs fürs Zusammenbauen mit Installation und dem ganzen Pipapo. Ich dachte erst, wo ich das gesehen habe, oh Mann, was haben die sich dabei gedacht? Warum so teuer? Und dann habe ich mir die Config so angeguckt und dachte mir echt, das ist gar nicht so scheiße konfiguriert. Also ich hätte es jetzt nicht besser machen können. Man kann natürlich noch sparen. Man kann am Mainboard sparen, an der Grafikkarte sparen, man kann beim RAM ein bisschen noch sparen. Man kann bei den Lüftern sparen, wenn man jetzt günstige nimmt, aber die sind schon hübsch, ne? Habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, aber so wie es hier steht und wenn man das auch wirklich so bekommt, für den Preis, den sie hier angeben, völlig okay. Das System wurde mir übrigens vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob ich das eben gesagt habe, von V-Power. Der hat das hier reingeschickt am 3.9. und da dachte ich mir halt auch so 4.400 Euro, alter Schwede. Aber ist cool, kann man machen. Ihr habt den aktuellsten Prozessor von AMD, die aktuellste Generation mit AM5 natürlich, die 4090, der RAM ist top. Ja, gibt's nichts zu meckern. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Und da wir die Kanalmitgliedschaft wieder aktiviert haben auf dem Kanal, danken wir erstmal Andreas, Gold, Chagall und Christopher für die Unterstützung. Jeder, der uns unterstützen möchte, kann einfach Mitglied werden. Kostet 4,99 € im Monat. Könnt ihr euch ja mal überlegen, weil zum Beispiel auch der Discord komplett kostenfrei ist. Natürlich haben wir ein paar Werbeeinnahmen durch YouTube, aber der Discord mit dem Ticketsystem, das ist alles kostenfrei für euch. Die Jungs machen das sozusagen ehrenamtlich und von daher ein bisschen unterstützen kann man die ja auch mal. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.